Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Infraspace hier bei Heisenberg zockt. So, das Städtchen wächst. Vielleicht in 5-6 Folgen kann ich dann wieder anfangen mit meinem beliebten Spruch. Mein Gott, wie groß das geworden ist. Ja, im Moment ist es noch, ja, sagen wir mal, mittelgroß. Gut, wir forschen, was erforschen wir? Die großen Bagger, das ist schon mal fein. Strom ist okay, Wohnungen, ja, grenzwertig. Machen wir mal noch mal ein paar Habitate hin. Einfach, weil wir es können und weil wir es halt auch sollten. Haben wir hier irgendwie eine Straße? Ich habe schon wieder das Gitter an. Moment. Ja, da könnte man noch was machen. Und da nochmal eine Straße durch oder so. Oder wir machen das mal hier hinten hin. Was die mit Sicherheit haben? Die haben Parks. Weil die wohnen wirklich gleich nebenan. So, mal die hier. Dann hätte ich hier gerne, zack, einmal Luft für die Herren und Damen. Und dann hätte ich gerne noch was zu essen für die Damen und Herren. Ja, zwei Stück. Müsste reichen. Dann sind wir hier wieder auf der sicheren Seite. Dann können wir hier eigentlich auch Dampf geben oder Stoff. Es wurde noch gefragt, wofür hast du die Motorenfabriken hingestellt? Kann sein, dass das zu früh ist. Brauchen wir die noch gar nicht? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe es halt hingemacht, weil wir es können. Sind wir wieder beim Thema. Gut, die großen Bagger müssten dann gleich Tatsache werden. Die bräuchten Computer hier, das sieht man. Sind wir aber auch dran. Wir haben, glaube ich, auf beiden Seiten Computer. Gut, große Sandmine etc. Können wir jetzt alles bauen? Wir gehen mal schnell hier hin. Hurra, klicken wir mal weg. Und schauen, die Autobahn wäre hier noch. Dann hätten wir hier die ganzen Sachen. Ja, selbstreinige Solarzellen wäre natürlich auch gut. Dann haben wir mehr Strom. Ich würde aber tatsächlich zu... Ne, wir machen die selbstreinigenden. Können wir das? Jawohl, wir haben blau und grün. Das passt hervorragend, weil blaue und grüne Forschungskollegen haben wir, ja? Was fehlt denn euch noch so, wenn wir doch gerade da sind? Ja, Sauerstoff, Mahlzeiten haben wir hier aber überall. Das müsste eigentlich irgendwann ankommen. Das geht auch auf, wahrscheinlich, nehme ich an. Computer fehlen hier gänzlich. Wie sieht's hier aus? Computer, Computer. Ja, fast doppelt so viel, wie wir brauchen. Dann würde ich hier nichts machen. Ja, wo stellen wir die denn her? Das habe ich vorher schon gefragt. Hier, in der Nähe vom Bahnhof eigentlich. Also das müsste eigentlich funktionieren. Wir können ja mal schnell schauen, was hat er dabei? Wissenschaftspakete, Kupfererz und Elektronikmodule. Das ist schon mal schön, aber bring doch mal noch vielleicht irgendwie den ein oder anderen Computer nachher hinten. Hier haben wir auch noch Computerfabriken und wir sehen, wir könnten eigentlich noch weitere hinstellen. Also am Lager hier, die ganzen Sachen, die wir brauchen, die haben wir. Vielleicht hier unten noch eine Computerfabrik hin, damit die auch bedient werden. Das wäre eine Möglichkeit. Können wir mal schnell gucken. Ach, die großen Bagger haben wir ja noch, genau. Brauchen wir im Moment aber noch nicht zwingend. Ich hätte hier gerne eine Computerfabrik. Ja, dann müssen sie wieder Aluminium und alles hier herbringen. Aber dann wären die wenigstens hier. Ich denke, es nimmt sich nichts. Also wenn ich das jetzt hier hinstelle, müssen sie den ganzen Krempel, der hier benötigt wird, hier hinbringen. Wenn ich es hier hinbringe, dann ist der Krempel da. Aha, Stadt aufgestiegen. Dann müssen halt die Computer nach da hinten. Also irgendwie, es kommt glaube ich nicht so drauf an. Stadtstufe. Stufe 5 haben wir jetzt. Sehr gut. Freut mich. Dann können die hier hoffentlich dann irgendwann wirklich leveln. Jetzt werden hier wieder noch Hausgeräte. Dafür kommen die Computer langsam an. Ja, es ist halt immer ein bisschen ein Geduldsspiel. Ist ganz klar. Gehen wir hier nochmal auf volle Pulle. Gucken nochmal bei den Häusern. Okay. Beim Strom. Ja, müssen wir nachrüsten. Beziehungsweise... Ja, das reicht wahrscheinlich nicht. Wir sind hier erst bei 22%. Das würde heißen, dass uns mal nochmal so ein Stromding hinsetzen. Wo genau? Ist eigentlich egal. Hauptsache ist angeschlossen. Zum Beispiel so. Nochmal ein bisschen drehen. Der Optik zuliebe. Zack. Passt. Gut. So eine richtige... Ja, wie sagt man dem? Ein Solar-Moloch. Fast schon. Schön groß und schön, ja, funktional. So. Sand. Ihr braucht Sand. Haben wir zu wenig Sand generell? Ja, wir haben nicht massiv Sand. Machen wir doch gleich mal einen großen Bagger hin. So, oder zwei. So, dann habt ihr Sand. Weil bei den Arbeitsplätzen sieht es immer noch gleich aus. Wir haben ja im Prinzip doppelt so viele Einwohner wie Arbeitsplätze. Also dann können wir auch gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen an Sand, dass wir hier nochmal ein bisschen an Fabriken rankommen, nicht an Sand. Ich habe gerade überlegt, von wegen hier raus, aber das geht schon. Das können wir mit einer Brücke lösen, dass wir hier dann irgendwie nach hier hinten kommen. So, die haben auch keinen Sand, aber das sollte jetzt ja nicht helfen. Wir könnten ja. Nee, können wir nicht. Ich würde gerne hier noch eine Straße haben. Aber dann mache ich hier halt zu.
Und das ist ja, was ich nicht möchte. Ich möchte ja nicht, dass hier dann tatsächlich die Bahn nicht durch kann. Wie sieht es aus mit Stau bzw. Verkehr? Ist eigentlich alles im grünen Bereich? Ja, können wir so lassen. Hier haben wir immer noch hoch, 200 Leute wollen einziehen. Wisst ihr was? Wir werden hier mal nochmal eine Landebahn hinstellen, wenn ich sie finde. Da war sie doch. Ein Raumhafen. Und zwar, ich würde sagen, hier hinten. Ja, das passt doch sehr gut hier hin. Ganz einfach, damit die Massen sozusagen bewältigt werden können, die hier ankommen wollen. Und vielleicht ziehen die dann hier gleich mal ein. Da fehlen aber auch die Computer. Ja, wie gesagt, das ist eine Geduldsfrage dahingehend, weil wir haben genug Computer, das sieht man hier. Die müssen jetzt einfach transportiert werden nachher hin. Und das wird nach und nach passieren. Wenn wir die Straßenverbindungen so haben, dass sie frei fahren können, und das haben wir ja, sieht man, es ist nirgends Stau. Funktioniert hier eine ganze Armada an Haushalt- oder Hausgeräten, die hier hergestellt werden. Da könnt ihr auch noch weitere hinstellen, sieht man hier, die Lager sind voll. Brauchen wir aber nicht, deswegen lasse ich das. Oh, jetzt zieht sie aber wieder an. Ja klar, wir sind natürlich jetzt hier auf voller Pulle. Das heißt, nochmal weitere Habitate. Hier wäre dann schon bald mal wieder eine neue Straße fällig. Wisst ihr was? Ich mache, glaube ich, zuerst die Straße hin. Beton. Gerne in breit, falls möglich. Jawohl. So, irgendwie so hier lang. Und hier vorne rein. Sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt auch wieder ein paar Habitate hier hinpflanzen. So, direkt an der Bahn. Da kann man drüber streiten, ob das wirklich cool ist. Man hat halt den Lärm auf der anderen Seite. Ja, man hat halt die Bahn. Man hat ein bisschen was zum Gucken. Hier mache ich mal nochmal eine Luft hin. So, einmal Luft. Dann haben wir hier wieder ein Loch. Da komme ich aber in dem Sinne wahrscheinlich nicht mehr rein. Müssen wir wieder mit irgendwas umziehen. Wisst ihr was, wir ziehen mal. So, du kommst mal hier hin. Zack, dann können wir hier nämlich nochmal eine Straße reinziehen. Wo wir doch gerade beim Ziehen sind. So, hier runter, hier rauf. Und da vorne wieder rein. Und dann machen wir hier gleich nochmal... Ne, hier machen wir mal tatsächlich... Moment, wenn ich es finde. Die hin. Nicht in rauen Massen, aber das ein oder andere Teil gerne. Ja, mal so. Und jetzt kriege ich, glaube ich, hier kein Habitat mehr hin. Halt, das sind Parks. Ein Habitat. Ne, jetzt habe ich sozusagen verbaut. Ist aber egal. Wir sehen, wir haben hier genug Platz. Gut, jetzt müssen wir hier auch wieder... Jawohl, aber das geht schon massiv rauf. Also ich glaube, diese zweite Landebahn macht halt schon enorm viel aus, weil einfach zusätzlich nochmal Leute gebracht werden können. Strom ist immer noch in Ordnung. Ja, und hier funktioniert es auch. Habitate steigen auf. Zumindest hier. Jawohl, und die möchten dann schon die guten Mahlzeiten, die Heimroboter, die Kultur und so weiter. Das müssen wir wieder erst erforschen, bevor wir das liefern können. Bei der Eisenbahn... Nö, ich würde da noch nichts ausbauen. Aber wenn wir die Autobahn haben, ist klar, dass es von hier irgendwie nach hier hinten eine Autobahn gibt, dass die Leute direkt dahin fahren können. Wir haben jetzt eine Zugverbindung. Ja, lass uns doch nochmal schnell hier reingucken. Ja, der liefert halt tatsächlich irgendwie keine Computer nach hier hinten. Gut, wir haben hier so viele Computerfabriken, offensichtlich ist da der Bedarf gar nicht da. Haben wir sonst irgendwelche Meldungen, dass irgendwo was fehlt? Nein, jetzt ist hier mit dem Sand auch gut. Wasserbene. Lassen wir so laufen. Sonst noch irgendwie... dass wir irgendwo was hätten, was wir abbauen könnten. Ja, hier hinten Schwefel. Brauchen wir aber im Moment halt auch nicht. Und das können wir noch nicht, Iridium. Da brauchen wir erst, ja, tatsächlich wieder die Erforschung sozusagen dafür. Sind wir auf schnellem Tempo? Jawohl. Und die steigen hier alle auf. Guck mal, sehr schön. Wohngebäude. Computer fehlen. Hier haben wir gar keine Computer. Wow. Ja, ist ja schon interessant. Wenn wir hier nochmal schauen, wir haben immer noch mehr als genug Computer. Die müssen einfach hier hingeliefert werden. Wir können das natürlich mit Stadtteilen tatsächlich machen. Da bin ich aber nicht mehr so Fan von. Weil es bindet mir zu sehr die Sachen. Also wenn wir denen hier sagen, Computer nach hier hinten, dann werden die wieder keine Computer mehr hier hinliefern. Und dann haben wir wieder das Juhu, den Juhu-Effekt. Dahingehend, dass die hier dann wirklich gar keine Computer mehr haben. Haben wir alles schon mal gemacht. Sauerstoff und einfache Mahlzeiten. Ja. Forschung abgeschlossen. Die selbstreinigenden Solarzellen. Guck mal hier. Ja, das macht schon extrem viel aus. Jetzt haben wir im Prinzip fast dreimal so viel, wie soll ich sagen, ein Drittel mehr Strom, als wir brauchen. Also da müssen wir relativ lange wahrscheinlich nichts mehr machen. Was wir aber machen müssen, ist eine neue Forschung wählen. Die Nanoröhren, Dünger, Lebensmittelverarbeitung. Ich würde das hier mal angehen. Jawohl.
Die Autobahn, ne, wisst ihr was, wir machen eins am anderen. Jetzt kommt erstmal die Autobahn dran. Das brauchen wir dann wieder, damit die Wohnungen weiter leveln. Aber das kann jetzt auch mal einfach ein Momentchen so, wie soll ich sagen, arbeiten, wie es eben arbeitet. Dann gucken wir, jetzt ist hier aber doch was passiert. Dass wir angefangen haben, habe ich auch noch gesagt, das ist noch nicht riesig. Jetzt sind hier aber doch die Wohnblöcke entsprechend gewachsen. Also sprich, die haben halt gelevelt. Sehr schön. Ein bisschen was fehlt noch. Dass hier noch alles fehlt, ist klar, wie gesagt. Da müssen wir erstmal die Sachen erforschen. Wie sieht es eigentlich mit den Parks aus? Ja, ist okay. Eigentlich alles halbwegs abgedeckt. Hier fehlt ein bisschen was. Das ist aber eine Computerfabrik. Die brauchen keinen Park. Das können wir so laufen lassen. Das ist völlig in Ordnung. Wohnungen passt auch noch. Strom, wie gesagt, müssen wir nicht mehr gucken. Guck mal, was wir jetzt an Stahl haben. Sehr cool. Da können wir relativ viel bauen, ohne dass wir überlegen müssen. Wenn wir tatsächlich dieses Übermaß an Stahl haben. Beton haben wir auch. Sehr gut. Das heißt, wenn wir bauen müssen, werden wir da auch keine großen Probleme haben. Dass uns irgendwas fehlt. Ich mache aber tatsächlich bereits weitere Habitate hin. Wenn es irgendwo geht. Da haben wir nochmal ein Plätzchen. Hier könnten wir tatsächlich nochmal. Das mache ich auch. Einmal so. Ja, mehr geht nicht. Aber die gehen natürlich hier noch hin, denkst du. Ach, die gehen gar nicht hier hin. Wenn ich dich drehe, müsste eigentlich gehen. Die Frage ist halt, ob das dann andockt. Ja, es dockt an. Okay, dann drehe ich dich auch mal noch und mache dich hier hin. Zack, wir sehen. Straßenanschluss vorhanden, sonst hätten wir ja die Meldung, dass da eben kein Straßenanschluss vorhanden ist. So, Wohnungsgebäude ist voll, das freut mich. Ja, wir müssen im Prinzip schon weitermachen mit den Wohnungen, aber dann müssen wir irgendwie nochmal was mit Straßen haben. Wir sind hier am Siedeln, wir sind hier hinten am Siedeln, wir siedeln auch ein bisschen hier. Ja, ich will mal über die Eisenbahn rüber. Machen wir hier ja sowieso schon. Lass mich mal eine Straße nehmen. Dass wir hier die nächsten Habitate hinstellen. Viel mehr baue ich da noch gar nicht. Habitat Ahoi. So, hier eine ganze Armada nochmal. An die Bahn ran, so gut wie es geht. Ja, geht sogar, guck mal, hervorragend. Passt genau ran. Hier dann nicht mehr. Ja, dann würde ich das nochmal kappen. So, das nehmen wir nochmal weg und bauen es nochmal neu. Ich kann ja erst die Habitate hinstellen. Ja, dann dockt es aber nicht an. Nee, das ist auch nicht so clever. Lassen wir hier halt einfach ein bisschen mehr Platz. Dann geht's doch auch. Jawohl. Blub, blub. Sehr gut. Nochmal Luft. Zack, zack. Und nochmal ein bisschen was zum Essen. Zack, zack. Und dann sollten die auch leveln. Zumindest relativ schnell auf die nächste Stufe. Gut. Wohnungen. Jawohl. Strom. Ja, können wir alles laufen lassen. Forschung läuft auch. Die Autobahn, die wir dann bauen. Sehr cool. Gehen wir mal nochmal gucken. Computer hier auf Maximum. Dafür fehlen ein bisschen die Hausgeräte. Und das halt wieder, obwohl die wirklich gleich angrenzend hier Hausgeräte produzieren. Ist ja auch interessant. Schmeißt sie rüber. Hier, guck mal. Da haben wir da irgendwo, hier oben. Genau, Habitat 04. Schmeißt mal irgendwie was nach da oben. Sind das alles Habitat 04? Ja, aber das ist einfach so eine Bezeichnung. Wäre jetzt auch interessant gewesen, wenn die eine andere Bezeichnung gehabt hätten. Haben sie wahrscheinlich, wenn sie leveln. Haben wir hier irgendwo ein Haus, das kleiner ist? Nee, das sind alles Habitat 04. Seht ihr gerade ein kleineres Haus? Die haben halt alle schon gelevelt. Ja, die hier unten. Steht hier auch irgendwie was? Habitat 02. Sehr cool. Das ist im Prinzip da ganz einfach, ja, das Level, das sie haben. Haben wir schon 5? Ne, können wir nicht haben, weil wir das zuerst erforschen müssen. Das ist natürlich auch klar. Ja, es gedeiht. Also ich bin da guter Dinge, dass wir jetzt wirklich im x-ten Anlauf tatsächlich wirklich die riesige Stadt dann auch haben, sehen und irgendwie befahren können. Zweimal haben wir halt geübt sozusagen. Da gab es Probleme, da mussten wir nochmal anfangen. Beim dritten Mal hat uns ja das große Update einen Strich durch die Rechnung gemacht, hier mit den Ampeln etc. dahingehend. Dass der Spielstand nicht mehr funktioniert hatte. Apropos, lasst uns hier doch nochmal ein bisschen was machen. Einfach um es zu testen. Ne, jetzt habe ich eine Spur gelöscht. Kann ich das wieder installieren? Wahrscheinlich ja. Machen wir mal den hier. Okay, sonst ist hier halt irgendwie Linksabbiegeverbot. Das ist ja auch okay. Müsst ihr anders fahren. Wahrscheinlich habe ich jetzt gerade diesen Stadtteil hier vernichtet. Weil sie da irgendwie nicht mehr hinkommen. Ne, ne, das wird schon funktionieren. Ja, viel mehr als das, was wir an Tempo haben, haben wir nicht. Da müssen wir jetzt mit leben.
Da kommen aber fleißig Leute rein. Man sieht, wir sind hier immer noch auf hoch. 253 wollen einziehen. Ja, die kommen jetzt nach und nach. Ich würde nicht nochmal einen Raumhafen bauen, weil irgendwann werden wir sonst überschwemmt. Da kann man nicht mehr hinterher mit Habitate bauen. Das wäre dann natürlich auch nicht so ideal. Kann ich von hier irgendwie noch hier rüber? Mit Sicherheit. Die Frage ist, wie? Der. Genau, kommen wir hier auf die Brücke. Düsen hier rüber. Und dann geht es hier mit F wieder runter. Und in die Richtung dann hier hin. So, dann haben wir das nämlich auch so, dass man von hier da runterkommt. Das wird denen auch wieder helfen. Hausgeräte fehlen ein bisschen. Da könnte man natürlich hier nochmal ein paar Hausgerätefabriken hinstellen. Aber eben, es ist wieder der gleiche Effekt. Ob sie dann die Hausgeräte von hier nach da bringen oder ob sie dann die Grundstoffe, die wir brauchen, für die Hausgeräte hier hinbringen, das nimmt sich halt auch nichts. Also würde ich dort nichts hinstellen. Aber schön, so eine Stadt mal ohne Meldungen, dass hier Sand fehlt und dort fehlt irgendwie was anderes. Gefällt mir sehr gut. So, das lassen wir laufen. Beim Strom haben wir schon gesagt, da müssen wir auf längere Zeit nichts mehr machen, weil wir jetzt diese Solarzellen reinigen können. Ah, hier steigen sie auch schon auf, guck mal. Sind auch schon bei Habitat 4. Ja, und die guten Mahlzeiten, die kommen jetzt, wenn wir das hier haben. Ne, wir machen ja jetzt die Autobahn, genau. Da kommt noch gar nichts. Aber was kommt, ist nochmal ein bisschen was mit Straßen. Mit F. So, dass wir hier auch noch was hinstellen können. Das machen wir auch gleich, damit es nicht vergessen geht. Was fehlt euch? Einfache Mahlzeiten, Sauerstoff. Fehlen ist übertrieben, aber es kann, glaube ich, nicht schaden. Nur hier nochmal, zack, so ein Teil haben. Und nochmal so ein Teil. Eins. Gut. Hilft dann den hier wieder. Ja. Dann sind wir hier wahrscheinlich sogar auf dem Maximum. Sehr schön. Und wie gesagt, das hier unten, da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Schauen wir nochmal schnell wegen dem Zug. Ah, ein Computer. Na, immerhin. Können wir da sonst schon was machen? Nein, macht keinen Sinn. Also von hier eine Bahnlinie nach hier hinten, wegen den paar Runzelteilen, würde ich nicht machen. Ich würde dann eher tatsächlich die Autobahn gerne hier haben, damit die Fahrzeuge hier schnell vorankommen. Man sieht auch, hier ist nicht viel Verkehr. Das heißt, hier muss nicht viel transportiert werden. Dann brauchen wir hier auch definitiv noch keinen Zug. Ich betone wirklich das Wort noch, weil irgendwann werden wir dort einen Zug haben. Wir haben hier hinten auch noch weitere Minen. Und dann macht es natürlich sowieso Sinn. Hier, Kollege Schwefel, würde ich dann halt schon auch gerne mal noch mitnehmen. Aber wenn wir hier gucken, wir haben kein Problem mit Schwefel. Nee, gar nicht. Ist hier irgendwas knapp, dass wir da nochmal nachrüsten müssen? Aluminium könnte man mal schnell gucken. Der Rest ist eigentlich im grünen Bereich hier. Ja gut, bei den Elektronikmodulen wird es dann irgendwann wieder knapp. Der Rest ist okay. Aber eben, was habe ich jetzt gesagt? Genau, beim Aluminiumerz. Dass wir da mal nochmal schnell schauen. Wo haben wir da den Abbau? Gut versteckt. Nö, nirgends. Irgendwo haben wir doch Aluminium. Ne, das ist Eisen. Das ist Kupfererz. Okay. Das ist auch Kupfererz. Haben wir noch... Ach, Moment, hier hinten ist ja noch was. Hier oben, da haben wir tatsächlich das Ganze. Gut, weil dann würde ich Folgendes machen. Wir kappen die. Also wir schmeißen die weg. Und stellen hier die großen hin. Moment, nicht verschieben, sondern kappen. Große Bagger für Aluminium. Ja, geht genau nicht mehr hin, schade. Und hier auch nicht. Ja, aber uns da jetzt einen Gefallen getan haben, statt 5 kleine, 2 große, ich weiß es nicht. Aber jetzt haben wir die Autobahn freigeschaltet. Wunderbar. Kann ich das vielleicht irgendwie anders lösen? Moment, ich muss doch hier nochmal so ein Teil hinkriegen. Hier hinten. Lass mich mal kurz mit dem Tempo runter. So, das hier kappen. Nochmal gucken. Jawohl, dann kriege ich hier nämlich nochmal so ein Teil hin. Sehr gut. Straße hinterher. Jawohl, dann haben wir 3. Das ist okay. Forschung auswählen. Jetzt würde ich tatsächlich gerne zu den Lebensmitteln gehen. Und jetzt würde ich mir gerne kurz angucken. Wo macht eine Autobahn Sinn? Ja, im Prinzip schon von hier nach da oder hier außen rum. Oder hier in die Höhe und dann hier rüber. Ich weiß nicht, ob das geht. Das müsste eigentlich gehen. Lass mich mal eine Autobahn schnappen. Eine kleine gerne. Das geht dann aber wieder nur in eine Richtung, glaube ich. Wir machen die Autobahn. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir schauen mal. Mit R die Höhe. Nochmal Höhe. Und dann hier rüber.
Ja. So geht's. Machen wir das in kleinen Schritten. Jawohl, dann kommen wir hier tatsächlich rüber. Das passt hervorragend. Jetzt können wir hier aber eigentlich wieder runter. Und gehen da rein. Zack. Gut, dann haben wir eine Möglichkeit, wie man hier von hier schnell nach da kommt. Dann muss man hier nicht mitten durch. Und dann würde ich gerne noch eine Möglichkeit haben. Vielleicht von hier. Dass wir irgendwie nach da hinten gehen. Hier rüber. Ja, machen wir mal. Wir haben ja genug Beton. Also das ist eigentlich alles wirklich völlig okay. Höhe. Nein, nicht so hoch, sondern so. Ja, geht auch. Dann kommen wir hier wunderbar hier rüber. So, da können wir aber wieder runter. Dann geht das da rein. So, dann haben wir hier mal ein paar Umfahrungen, wo man tatsächlich schneller in die Stadtteile kommt. Wir bräuchten noch, ja, im Prinzip von hier eine Möglichkeit, ganz schnell nach hier oben. Oder hier haben wir gesagt, genau, dass wir hier noch was machen. Und hier hinten hätte ich gerne auch eine Autobahn. Das ist eine relativ weite Strecke. Allerdings, das macht irgendwie noch keinen Sinn, wenn wir hier den Verkehr nicht haben. Hier sind zu wenig Sachen für eine Autobahn. Würde ich nicht machen. Und hier sind eigentlich auch zu wenig Sachen für eine Autobahn. Da sind aber die Lager überall voll. Das hängt aber mit den LKWs zusammen. Und wenn wir hier nicht mehr haben, brauchen wir auch die Autobahn noch nicht. Würde ich lassen so. Ja, im Prinzip läuft das doch eigentlich alles hervorragend. Wohnungen können wir bald wieder nachliefern. Das heißt, nicht nur bald, das können wir jetzt schon machen. So, da haben wir nochmal schön eine Möglichkeit, eine Straße lang zu ziehen. So, sehr gut. Passt eigentlich auch. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, jetzt wird es langsam groß hier. Jetzt passt. Jetzt kann ich dann auch die nächste Folge wieder beginnen mit... Guck mal, wie riesig das Teil mittlerweile ist. Weil, ja, riesig ist es noch nicht, aber es wächst und wächst und macht Spaß. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.